Schritt für Schritt voran in der Arena Challenge. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schild. Ja, um welchen Typen es sich hier genau handelt bei der Arena Challenge, brauche ich glaube ich nicht erklären. Das ist hier glaube ich, naja, sollte man erkennen, dass es sich hier um Eis handelt. Aber die Arena Challenge selbst ist ganz lustig, denn wir müssen mit anhand dieses Falltüren-Vibrators, wie auch immer der nochmal hieß, versuchen irgendwie die Fallen zu umgehen. Denn hier gibt es ein paar Gruppen, die uns eventuell in den Abgrund reißen. Und ich sag jetzt schon mal, dass die Mitte nicht richtig ist. Ja, komm, hier schlägt sie schon an. War so logisch, hier ist eine Falle. Jetzt ist die Frage, links oder rechts? Aufgrund der links schon einmal richtig war, gehe ich jetzt rechts, komm. Warte, hier ist eine Falle safe, oder? Ja, schlägt an. Nein, das ist doch ein Witz! Aber es war nur ein einfälliger. Okay, dann muss rechts der Weg sein. 1000%. Ich muss dennoch aufpassen. Ist das dein scheiß Ernst jetzt? Da war auch noch ein Loch. Und ich glaube, da kommt dann noch eine Passage. Ich sag, das ist jetzt falsch, oder? Nee, war richtig. Auch glücklicherweise. So, dann decken wir das Ganze mal auf. Jo, Alter. Wirklich jetzt? Also ich weiß gar nicht, wie oft ich da reingefallen bin. Insgesamt, ich glaube, in 3 oder 4 andere Löcher auch. Hab Vertrauen in dich selbst und kämpfe dich durch. Ernsthaft jetzt, bedeckte Sicht. Safe auch noch. Ich falle mindestens in jedes Loch 2-mal rein, sage ich. Nein. Da hat's vibriert. Ja. Wo soll denn da bitte der Weg sein? Ja komm, ich laufe jetzt einfach durch. Da muss der... Einmal rauf. Da war safe eine Falle. So. Ha, das ist jetzt schon wieder... Aber es sind keine Trainer hier, habe ich das Gefühl. Okay, hier ist was. Es war so klar, hier ist eine Falle. Habe ich irgendeinen Weg übersehen? Ich glaube, ich laufe jetzt einfach durch, ist mir komplett egal. Oder ist das hier der richtige Weg? Ja, hier bin ich schon. Hey, da muss hier... Ach so, das ist eine Plattform. Ich dachte, das wäre eine Wand. Ja, okay, dann ist es selbsterklärend. Hier ist auch noch eine Plattform, das heißt, hier wird ein Trainer noch stehen. Ja. Wo ist er? Hä? Ach, da ist er. Immer weitergehen, auch wenn man den Weg nicht sieht. So läuft die Arena-Mission hier im Kirchester Stadion. Aber ich weiche nicht von meiner Meinung vom letzten Mal ab. Ich finde die Arena-Challenge ist bisher die beste. Die nächstbessere wäre dann die von Nioh. Am lästigsten hätte ich bisher tatsächlich die von Yarrow am Anfang. Weil das war halt einfach nur Abfuck. Wo du diese Schafe da durchbringen musstest. So, Flammenwurf habe ich noch genug zum Einsatz. Ich sage euch, Skuntank wird das alleine reißen. Der ist wirklich die unverzichtbare Säule bei mir im Team. Es wäre jetzt nochmal mega krass, wenn der Kerl sich einfach noch weiterentwickeln könnte. Noch eine dritte Version. Der hat überlebt! Nicht sein Ernst, oder? Ey, WTF! Alles klar, der besteht sicher aus 90% purem Eis, aber der überlebt einfach mal das Feuer. Der hat offenbar einen harten Kern. Wie das Packeis in Minecraft. Und auch hier mal wieder dasselbe, nur ein einziges Pokémon. Also da ist wirklich, es ist wirklich versucht worden, glaube ich, den Fokus hier auf die Arena-Challenge zu lenken. Okay, ich bin jetzt eh schon safe, ich laufe jetzt einfach durch, ist mir egal. Okay, hier war ein Loch. Aber hat relativ gut funktioniert, muss man auch so sagen. Warte, hier. Das Loch war vorher noch nicht, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Also hier rauf. Hier einmal rechts. Okay, hier vibriert es wieder mehr. Okay. Ist aber relativ viel freie Fläche, fällt mir gerade auf. Also jetzt bin ich schon relativ... Plattform. Ja moin, ich bin durch. Hat funktioniert. Damit hätte ich jetzt rechnen können, dass da noch ein Fake kommt.
Komm, links ist richtig. Ja, passt. Hier rechts wäre wahrscheinlich die Falle gewesen. Alter, da hat mich nochmal komplett getrollt. Und es war tatsächlich nur ein einziger Kampf. Nee, ich habe gar nichts verpasst. Aber dafür waren noch mehrere Wege möglich. Ja gut. Dann sind wir endlich am Ziel. Dennoch bin ich gespannt, was jetzt eigentlich die Arena-Leiterin so drauf hat. Wie gesagt, ich habe beim letzten Mal ihre Ligakarte vorgelesen. Die muss anscheinend einen ordentlichen Kampfeswillen haben. Also ich rede hier von, dass die anscheinend die ganze volle Kanne angreift. Obwohl ich sie gar nicht so aggressiv einschätze. Aber gut, wir werden unser Bestes geben. Also, auf in den Kampf. Sechster Arena-Orden, den hole ich mir jetzt. Hier ist sie. Mel ist übrigens ihr Name. Ich bin Mel. Wie du dir sicher schon gedacht hast, befehle ich ein Team aus Eis-Pokémon. Du hast dir auf dem Weg zu mir ein paar blaue Flecken geholt, was? Tja, meine Fallgruben sind eben unberechenbar, aber glaub ja nicht, dass du deshalb von mir denn das Schonprogramm bekommst. Sobald ich dich erstmal eingefroren habe, gibt es keinen Kommen mehr. Was ich dann mit dir mache, fragst du, tja, das wirst du schon sehen. Ich werde dich kaltblütig auf Eis legen, das ist eben mein Stil. Solche Frauen mag ich eigentlich, aha. Warum hat mir Hopp eigentlich nichts gesagt? Bei der hat er gescheitert. Na gut, Motineva. Ja, moin. Das sieht etwas brutal aus. So, natürlich wieder Dynamax-Phänomen, wie nicht anders zu erwarten. Ne? Aber ich muss kurz mal gucken bei mir. Okay, sie hat 4. Ich wollte schon sagen, also wenn die jetzt auch nur 1 hätte, das wäre jetzt so mega geil gewesen. Easiest Kampf überhaupt. Gut. Haben wir schon mal das erste geschlagen. Das war jetzt aber auch relativ einfach. Flampivian, auch kenne ich auch wieder nicht. Höre ich auch das erste Mal. Nee, das hatten wir noch nie. Also der Arena-Kampf sollte auf jeden Fall relativ einfach sein. Weil Flammenwurf alleine regelt das für uns schon. Ah, der hat wieder mehr KP, okay. Da muss man aufpassen. Verhöhner! Wow! Ist ja jetzt cute. Trance-Modus von Flampivian wirkt. Hä? Der hat den Typen gewechselt? Willst du mich verarschen, ne? Okay, Next Strike. Ich glaube, Feuer bringt jetzt gar nichts mehr. Eisattacken hat er natürlich noch, aber... Scheiße! Jetzt aber aufpassen. Okay, es hat gereicht. Okay, Inteleon und Skuntank sind doch wieder Level up. Alter, Level 46 und 45. Dauert nicht mehr lange, da sind die endlich im 50er-Bereich. Also wir sind relativ stark. Kubuino. Ja. Was soll ich als nächstes einsetzen, ist halt die Frage. Ich würde tatsächlich sagen, ich wechsle jetzt einfach mal auf Fermicula, damit ich Skuntank heilen kann. Einfach, dass ich irgendwas drin habe, was sich dabei... was einfach auf Zeit spielt. Vor allem glaube ich, dass sogar das Käferattacken gar nicht mal so unwirksam sind. Ein Pinguin mit einem Eis-Ding drauf. Mega geil sieht der aus. So, Hypertrank. Nicht aus der Fassung kommen. So, der hat Hagelsturm drauf. Achso, dass er einfach nur zum Hageln anfängt, nicht wahr? Ja. War so klar. Okay, damit kommt jetzt wieder dieser ätzende Effekt von Hagel dazu. Was setzt man ein? Komm, Schaufler. Ich will gucken, ob Bodenattacken vielleicht effektiv sind. Für die Zukunft. So, dann friss es! Meine schönen Krabscher. Hat verfehlt. Oh je. Aber Fermicula nimmt keinen Schaden durch Eisattacken. Oder nur sehr wenig. Und die Hagelkörner setzt natürlich wieder zu. Dann probiere ich es mal mit Kreuzschere. Was? Tiefkühlkopf von Kubuin wirkt. Ach so, der Eisblock hat den geschützt.
Ja, gut. Also es wäre scheißegal gewesen, welchen Attacke ich genutzt hätte. Der erste hätte keinen Schaden gemacht. So, Kreuzschere aber jetzt. Amnesie, what the hell? Was macht denn das ganz schnell? Spezialverteidigung. Aber jetzt. Alter, setzt das zu! So, der Käferbiss macht den Rest. Theoretisch könnte ich sogar entscheiden, ob ich Fermikula nicht drin lasse, wenn Käferattacken so effektiv sind. Aber er hat mir schon ein bisschen zu viel Schaden gegeben. Nein, nicht wirklich! Ah, er hat's wieder drauf. Also das Pokémon ist schon relativ lästig, das muss man schon sagen. Na gut, dann würde ich sagen, kurz meine Heilung wieder. Für Fermikula. Da reicht aber auf jeden Fall ein Supertrank. Ja, warum schau ich... Alter. Ich komme schon wieder komplett durcheinander. So, Supertrank hier. Dass ich wieder full bin. Ich frage mich eigentlich, warum der keinen Trank einsetzt oder so. Oh je, ich hoffe, ich bin jetzt nicht eingefroren. Nee, zum Glück nicht. Nee, nicht Beutel. Ich habe ja genug Kraft. Lololololol. Ja, komm, Kreuzschere. Aber er darf wieder als erstes ran. Nee, gut, ich muss doch aufs Grundhängen, glaube ich, wechseln dann. So sehr ich ihn einsetzen würde als Giga Dynamax, aber... Das ist mir schon ein bisschen zu Risiko, weil wenn der wirklich wieder drei Attacken machen darf, dann bin ich weg. Und natürlich, die Hagelkörner setzen auch wieder zu. Lapras! Scheiße. Kleine Planänderung, Fully Purba. Lapras ist nämlich Eis, aber auch Wasser. Deswegen vertraue ich jetzt mal auf das hier. Selbst wenn es nur ein kleiner Splitter ist, das Eis bleibt Eis, du wirst schon sehen. Einziger Unterschied zwischen uns beiden ist, du hast schon drei verloren, ich habe noch alle. Und natürlich jetzt keiner Bam. Giga Dynamax und die Dynaflora. Zeig, was du kannst, Fully Purba. Dass das mal wieder wichtig wird nach dem Wasser-Arena-Kampf. Hätte ich nicht erwartet. Der wird jetzt alles rasieren. Wahrscheinlich hat Lapras wieder so eine ganz spezielle Form von Giga Dynamax, sage ich. Dann mal los, Giga Dynamax. Vergrab alles unter eisige Kälte. Natürlich, der Herz ist einfach mal. Die Herz ist mal komplett. So, schauen wir mal. Ey, das hat komplett krasse leuchtende Augen. Schaut euch das an. Ach, und der hat Eiszapfen um sich herumschweben. Okay, das wird ein bisschen gefährlich werden. Nein, das ist nicht effektiv. Sehr effektiv, aber es setzt nicht viel aus. Jetzt muss ich hoffen, dass Fully Purba den Attackenstand hält. Die Vorzeigeattacke meines Partners lädt doch ein in die Welt. Der ist, keine Ahnung, was er jetzt wollte. Gigamelodie. Nein! Will er mich einschlafen lassen, oder wie? What? Ich wurde geschwänzelt, aber so richtig. Und ich soll jetzt zwei Attacken überleben. Oh nee, und jetzt wird er noch aufgefrischt wegen meines eigenen dummen Fehlers. Scheiße, das ist nicht gut. Ja, okay, dann setze ich Fermikula ein. Einfach mal auch zur Ablenkung. Vielleicht darf ich als erstes ran, aber ich glaube, Fermikula hat deutlich die schwächere Ding. Nee, er darf als erstes. Ja, aber in Giga Dynamax ist es halt trotzdem scheiße. Jetzt kommt eine Flutattacke. Ja, keine Chance. Und jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ach du Scheiße, ich hätte niemals damit gerechnet, so auf die Fresse zu bekommen.
Und er wird wieder hochgeheilt. Ja gut, dann Inteleon. Was anderes bleibt noch nicht mehr übrig. Die einzige Möglichkeit, die ich jetzt noch habe, kann... Ja, Präzisionsschuss bringt nicht, komm, Eisspeer. Einfach zur Ablenkung. War so erwartbar, dass das nichts bringt. Wahrscheinlich ein KP oder sowas. Aber jetzt sehen wir endlich mal, wie die Attacke aussieht. Vielleicht überlebt er das noch, aber dann ist Ding wieder klein und dann kann Skundkart pur den Rest machen. Skundtank. Tatsächlich, Inteleon hält das aus, weil er der gleiche Typ ist. Und er wird auch wieder geheilt. Okay, also diese Ding, was ich hatte. Ich hätte Fermicula deine maximieren sollen. Es war auf jeden Fall mein Fehler. So, aber jetzt ist wieder alles normal. Einmal Kehrtwende. Zack. Ah, bringt auch wieder nichts. Hat Lapras eigentlich irgendeine Schwachstelle? Wie dem auch sei. Ich vertraue auf Skuntank. Weil selbst wenn er das jetzt nicht überleben sollte, der Kollege, dann habe ich nach wie vor das Glück, dass Skuntank Finalschlag hat. Und Finalschlag bedeutet, der wird ordentlich reduziert an KP. Aber diese Heilung. Mann, ich habe mich nur selbst geschädigt mit Fulipurba. Das ist die größte Fehler, die ich hätte machen können. Ich probiere es mal mit Flammenwurf. Gesang, du willst mich doch verarschen. Ey, gib mir der auf die Eier. So. Es reicht mir. Ey, ich schwöre, ich werde dich jetzt so nach Snivana schicken. Das Aurora steht, das Grasfeld ist wieder verschwunden. Ah, danke! Ich meine, das ist jetzt wieder weg. Boah, dass ich mich freue, dass meine eigene Attacke wieder nutzlos wird. Hätte ich auch nie erwartet. Ich brauche ganz schnell irgendwas zum Aufwecken. Wenn jetzt die ganze Zeit wieder Einschläferding oder sowas einsetzt, ich schwöre, ich werde dich finden. So, Skuntank ist wieder wach. Surfer! Aha! Jo, bestimmt. Ich glaube, das geht echt auf den Finalschlag hinaus. So, jetzt endgültig Flammenwurf. Der geht mir auf... Alter! Regt mich der auf! Oh, es ist verfehlt. Danke. Warum funkt das nicht? Ja, komm, Next Strike. Eisstrahl. Ja gut, damit hast du eh verloren. Ja sicher, jetzt bringt er was. Finalschlag. Wo ist Finalschlag? Das ist doch ein Witz. Ey Lapras, das ist so ein scheiß Dreck. Wenn ich jetzt Game Over gehe, ich schwöre. Ich schreie so viel. Was... Ja komm, Mondgewalt, bitte. Gesang. Ja, sicher, jetzt funktioniert das wieder. Ey, diese Eisarena-Leiterin, ich schwöre. Sag bitte nichts, Leute. Ihr könnt mich in den Kommentaren gern zu beleidigen, aber... Weil ich hier so wieder Fehler mache, aber das ist halt... Das ist gerade der ätzendste Kampf von allen. Eisstrahl, Dankeschön. Bringt es dir was? Nein, hahaha, so lame sind wir also. Und es darf nochmal Eisstrahl einsetzen. Ich wette, jetzt gerade ist so Volltreffer. Ne, es geht sich aus. Okay, die Mondgewalt, die bringt ein bisschen was. Dennoch, kurz mal ganz schnell, wo habe ich's? Hypertrank. Ich sag, die heilt sich mindestens einmal. Wenn das passiert, dann rege ich mich aber echt komplett auf. Surfer. Ich schätze, das wird mich jetzt one-hitten. Ne, tatsächlich hält sich in Grenzen. Ja, ich würde sagen, Diebeskuss. Probiere ich mal aus. Er darf halt wieder als erstes ran. Ja, ist down, oder? Mhm, nicht dein Ernst. Also, es bleibt mir nicht mehr viel übrig. Also, ich muss jetzt auf jeden Fall einen Top-Beleber einsetzen, anders geht's nicht.
Mein Teleon kann halt auch nichts aussetzen. Und FM setze ich sicher nicht ein. Da kann ich mich gleich vergraben gehen. Also das wird jetzt auf jeden Fall ordentlich wehtun in der Kasse. Wo haben wir's? Top-Beleber. Parfi. Damit wir dich wieder haben. Aber Inteleon hält durch, auf jeden Fall. Ich schau mal, ob ich was mit Präzisionsschuss reißen kann. Ich glaub's halt nicht. Geht tatsächlich, oh Gott. Ja, aber es setzt jetzt 300% Ding ein, sage ich. 300% ich, wie heißt's? Ein Heiler. Sag ich euch. Wenn er das nicht tut, dann weiß ich's auch nicht. Dann hat er irgendeine Macke. Nee, tatsächlich nicht. Ich darf als erstes ran. Okay. Dann ist der Kampf auf jeden Fall mal gewonnen. Aber eins muss ich sagen, der war echt... Also, Lapras... starke Geschichte. Und jetzt kriegt nicht mal die Hälfte EP. Nur die Hälfte. Ja, da schaust du blöd, nicht wahr? Dein Lapras kann sich... Ich will mich einfach in ein Loch verkriechen. Ja, und nimm dein scheiß Lapras mit in die Hölle. Wobei man in den Löchern hier recht tief fällt. Aber sie hat's begriffen. Alter, wie lange hat mich das jetzt aufgehalten? Das war ein Kampf von, ich glaube, keine Ahnung, 20 Minuten gefühlt. Dass ich verloren habe, ist natürlich frustrierend, aber ein Nachwuchstalent wie dich zu entdecken, macht das wieder ein Wett. Hier, nimm dir den Eisorden. Schön, wie er glitzert, oder? Na gut. Das heißt, wir haben den 6. Arena-Orden endlich, danke. 2 fehlen noch. Du kannst jetzt alle Pokémon bis einschließlich Level 50 fangen. Wie es wohl wäre, wenn du irgendwann als Champ meinen Sohn gegenüberstündest, versprich mir, dass du ihn ordentlich in die Mangel nimmst, falls dieser Tag je kommen sollte. Hä? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wenn du meinen Sohn gegenübertrittst. Das heißt... Nee. Die Mutter von Delion haben wir schon gesehen. Ich wollte gerade sagen... Hey, wer soll das sein? Soll das Roy vielleicht sein? Den er meint, oder wie? Okay, ich krieg ein TM. Eissturm, jawollo! Das könnte man theoretisch schon wieder einsetzen. Und hier noch die Nachbildung von Mels berühmter Uniform. Ist sehr gut. Was kann ich hier eigentlich einkaufen? Achso, jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder... Ja, neues Warensortiment. Machen wir gleich mal direkt. Hypertrank, nee. Ja, eigentlich Hypertrank schon. Hyperball, meinte ich. Ich nehme mal 13 Stück mit. Ansonsten. Was ist denn dazugekommen? Ach so, der Hyperheiler. Ja, okay, den brauche ich aber nicht unbedingt. Also es kommt bei mir so selten vor, dass ich wirklich so viele Effekte auf einmal bekomme. Und hier ist wieder dieses Arena-Ding. Das werden wir jetzt mal gönnen. Weil 18.000 sind mittlerweile ohne Probleme zu holen. Oder zu finanzieren. Was nehme ich dann? Was sieht denn relativ episch aus? Das hier. Das geht auch... Nee, Karte, warte, Kampfuniform. Ja, sieht auch nicht so dämlich aus. Nee, komm, ich nehme jetzt diese Stahluniform. Die gönne ich mir jetzt. Das ist meine neue Uniform. Ab sofort. Das ist keine Abwechslung. Gut. Wahrscheinlich kommt jetzt wieder eine Cutscene, wie ich es kenne. Ja, mit Sanir. Das war ein phänomenaler Kampf. Weißt du was? Ich kenne ein gutes Restaurant in Kirchester. Lass uns deinen Sieg doch dort feiern. Ich wollte ohnehin was mit dir besprechen. Das Restaurant heißt Steakhouse Lecker Paul. Lecker Paul. Oh Gott. Okay. Jetzt müssen wir das Restaurant nur noch finden. Wo haben wir denn das? Ich vermute mal, dass es das sein wird. Das sehen wir eh gleich. Ja, hier ist dann hier. Und hopp, wartet auch. Grüß euch. Hey Markus, hast du dir schon den nächsten Orden geschnappt? Was? Super. Da bist du ja. Wir haben bereits auf dich gewartet. Ich habe immer noch nichts Neues über die finstere Nacht oder die Pokémon des Schwertes und des Schildes herausgefunden. Und, oh, lol, das ist ein Bild. Moment mal, das...
Es kommt ein weiterer Geistesblitz. Das gibt's doch nicht. Ja, ein fünfter Wandteppich. Die beiden Helden sehen traurig aus. Wo sind das Schwert und der Schild hin? Was hat diese Darstellung bloß zu bedeuten? Ja, vielleicht wurde sie versiegelt. Komm, machen wir mal. Das wäre möglich. Oder sie ist irgendwo in einer tiefen Schlummer gefallen. Waren das Schwert und der Schild nicht gleichbedeutend mit den beiden Pokémon? Das hattest du doch durch die Entdeckung bei der antiken Stätte herausgefunden, oder? Ja, genau. Zumindest war das meine Vermutung. Könnte es sein, dass dieses merkwürdige Pokémon, das wir gesehen haben, am Ende das Schwert oder das Schild war? Steh gerade auf dem Schlauch. Von welchem Pokémon redest du? Markus, du weißt doch, was ich meine, oder? Ja, damals im Schlummerwald. Die allererste Folge. Okay, wir haben es in der zweiten kennengelernt, aber zumindest in der allerersten haben wir schon davon erfahren. Ganz genau. Dieses Pokémon aus dem Nebel könnte doch eines der Pokémon aus der Legende sein, oder? Stimmt, ja. Ihr beide wart ja im Schlummerwald. Ich bin eigentlich nur auf diese Reise gegangen, weil Oma mich gedrängt hat. Aber inzwischen finde ich das alles ungeheuer spannend. Kommt, lasst uns erstmal was essen. Aber ihr müsst mir haargenau erzählen, was da passiert ist. Worauf habt ihr Appetit? Was soll ich euch bestellen? Ja, ich hätte jetzt echt gerade Bock auf eine Calzone. Ach, Mann. Verstehe. Sehr interessant. Alles klar. Als nächstes sollen wir Kirchester genau erkunden, vor allem die Herotherme. Würde ich gerne näher unter die Lupe nehmen. Okay, also wir müssen doch noch ein bisschen Kirchester bleiben. Okay, wäre auch langweilig. Wir haben uns die Stadt eigentlich noch gar nicht richtig angeguckt. Wir sind einmal durchgelaufen und das war's. Hopp natürlich wieder voreilig, läuft einfach vor. Kollege, warte auf uns. Ah, die Quelle hier. Die Heroentherme. Hier soll der Held, oder besser gesagt, hier sollen die beiden Helden vor langer Zeit ihre Wunden gewaschen und sich auskuriert haben. Nachdem sie das Böse besiegt hat, ne? Aber heute wird die Heroentherme eigentlich nur von Pokémon genutzt. Das macht sie strutzig. Wer genau waren diese Helden, die damals ihre in der Therme gebadet haben sollen? Das werde ich später näher untersuchen. Ihr beiden seid im Schlummerwald diesen merkwürdigen Pokémon begegnet. Vielleicht wurde ich auch diese Ehre zuteil, weil ihr das Potenzial habt, so zu werden wie die Helden. Also wenn wir zwei die neuen Helden des Schwertes und des Schildes werden sollen, will ich aber der Held des Schwertes sein. Ich hätte den Helden von damals zu gern bei einem großen Kampf gesehen. Hey Markus, lass uns doch einen epischen Kampf... Nein! Bist du behindert? Ich bin doch komplett RIP! Na gut, aber lass mich nicht zu lange warten. Also ich bin doch komplett RIP, oder? Achso, nee, ich bin geheilt. Okay, Glück gehabt. Ich wollte gerade sagen... Weil ich hätte nicht... Ja, wir müssen eh kämpfen. Es bleibt nichts anderes übrig. Durch das leckere Curry, das der Nier uns spendiert hat, ist mein Kampfgeist neu erwacht. Ich stecke voller Energie, du wirst schon sehen. Ich verstehe zwar nicht, was du da redest, aber zu sehen werde ich euch trotzdem. Vorher mache ich aber noch die Pokémon von Markus wieder fit. Hey, die sind doch schon fit. Ach so, wegen den APs vielleicht, okay. Es wird mir wieder Zeit, dass der zukünftige Champ seine Fähigkeiten zur Schau stellt. Ha! Lustig. Vielleicht hat sich das Teil wieder weiterentwickelt, man weiß ja nicht. Ein Zwollock. LOL, die Weiterentwicklung von Wolli. Aha, das doch noch. Ich zähle auf dich, Partner. Es hagelt. Das kannst du gleich direkt wieder abschminken. Einmal Flammenwurf und das ist schon wieder weg. Was? Okay. Aber er nimmt noch Schaden durch Rückstoß auch. Aber das Hageln mal wieder, ach Gott. Na gut, dann probier es mal mit Next Strike. Ist ein bisschen effektiver. Einigler, was? Naja, es ist ein Schutzschild, oder? Verstehe ich das richtig? Ja, Verteidigung. Ja gut. Der Hagel sollte aber eventuell vielleicht den Rest erledigen. Aha, verdammt. Ne, geht sich nicht ganz aus. Ist er nicht. Ich hätte damit rechnen können. Hopp, du bist ein Angsthase. Aber das werde ich mir merken. Gut, dann Flammenwurf. Aber das mit der stärkeren Verteidigung, das ist jetzt gerade übelst. Und wieder der Bodycheck.
Da brauche ich ja nicht mal einen Trank, wirklich. Der ist viel zu einfach. Naja. Ich unterschätze ihn trotzdem mal nicht. Vielleicht haut er jetzt noch einen Trank raus. Aber ganz ehrlich, da bist du echt lame. Wollt's gerade sagen. Ich sage euch, das wird dann später erst, wenn wir alle 8 Orden haben. Wahrscheinlich ist Delion so einer, der was wahrscheinlich so viele Tränke hat wie kein anderer. Oder zumindest so eine Attacke namens Genesung habe ich dann noch im Kopf. Liberlo ist der Nächste. Jawollo. Gut, Inteleon, deine Chance. Also, trau dich. Tatsächlich ist der Eissperr gar nicht effektiv. Da seht ihr wieder, was ich meine. Ich habe früher, wie gesagt, immer Sachen wie Eis und Wasser kombiniert. Weil ich dachte, das wäre dasselbe. Fast. Aber hier siehst du mal wieder, nee. Da ist ein großer Unterschied. Aber ich meine natürlich, man kann annehmen, dass zum Beispiel Eis-Pokémon logischerweise gegen Feuer Schwachstellen haben. Weil Feuer wird halt logischerweise Eis schmelzen. Also so würde ich denken. Ein Brizigel ist das Nächste. Wir kämpfen gleich direkt weiter. Das kenne ich aber noch nicht. Das hat er noch gar nicht gehabt. Nee. Absolut neu. Dann schauen wir gleich mal, was es gegen meinen Finger so auszurichten hat. Präzisionsschuss. Ja, wow. Hahaha. Ist zwar schön und gut, dass er Stacheln hat, aber... Wir sind ja leider nicht in einem Mario-Spiel, wo ich jetzt einfach draufspringen würde. Inteleon versucht, Überflutung zu erlernen. Da hell? Was ist das denn? Überschüttet das Ziel mit Unmengen an Wasser und ändert den Typ damit in Wasser um. Da hell? Brauche ich halt nicht. Ich bin mit dem, was ich habe, absolut zufrieden. Und Parfia recht Level 44. Und sogar dem fügt... Relaxo, jetzt kommt wieder die asoziale Stelle. Ich habe schon wieder vergessen, wie ich den damals besiegt habe. Ich kämpfe mal weiter. Aber mittlerweile sind wir stärker geworden. Inteleon macht sich Sorgen, was? Weshalb? Eisspeer. Okay, ist nicht so effektiv. Und vor allem nur zweimal. So einmal Body Slam. Und das kann echt paralysieren? Ja, das ist jetzt etwas kritisch. Aber er nimmt auch Schaden wieder. Immerhin. So einmal Aqua-Durchstoß. Hui, das zieht ab! Bitte überleb! Oh, Glück gehabt, die Hagelkörner kommen noch. So, jetzt bleibt nichts anderes übrig. Ich muss auf jeden Fall kurz einmal heilen. Lololol, Hypertrank. Also merke ich mir gleich für die Zukunft. Aqua-Durchstoß. Sehr gut einsetzbar gegen Relaxo. Ich bin halt eh schon paralysiert. Warum kommst du wieder mit der Attacke an? Bevor er rot wird, aber ganz schnell jetzt. Ich hoffe, jetzt funktioniert es. Aqua-Durchstoß. Bitte nicht die Paralysierung. Ah, Glück gehabt. Ja, ja, es setzt sein. Nichts damit paralysieren. Gut, und wir haben cool erreicht, Level 42. Somit sollte die Geschichte jetzt eigentlich erledigt sein, oder hat er noch ein fünftes? Er hat echt noch ein, er hat einen Kramor? Wer hat denn das gefangen, bitte? Könnte ich mich jetzt nicht erinnern? Wann hätte er das denn bitte gefangen? Ey, das will ich schon seit langem haben! Also ich arbeite zumindest auf das noch hin. Aber ja, okay. Ich muss trotzdem jetzt mal heilen. Also die Paralysierung muss weg. Auf alle Fälle. Wo habe ich denn das? Paraheiler hier. Ich finde, die Musik, die passt einfach überhaupt nicht mehr in den Kampf eigentlich hinein. Auch wenn es gegen Hopp ist, aber naja. Bohrschnabel. Oh Jägerle. Also ich muss jetzt hoffen eventuell, dass der Präzisionsschuss eventuell was bringt. Oh ne, warte, Aqua-Durchstoß. Ich darf als erstes auf jeden Fall. Und? Es geht sich aus. Danke, also seins ist nicht so stark.
Halt durch, Partner. Wer dir leid so viel kriegt, es mit mir zu tun. Ja, es ist leider schon down. Pech gehabt. Gut, Fully Pupa reicht auch noch ein Level up. Schon krass, 6000 eigentlich hat er uns jetzt eigentlich gebracht. Pro Pokémon. Circa. Naja, okay, 4000 bei denen, die was nicht im Einsatz waren. Danke, ihr habt beide sehr gut gekämpft. Wenn ihr so weitermacht, könnt ihr irgendwann vielleicht den unschlagbaren Deleon besiegen. Was steht als nächstes auf dem Plan? Ich habe vor, mich noch ein bisschen näher mit dem Schlummerwald zu beschäftigen. Ich werde mich wieder der Arena-Challenge widmen und sobald ich den Arena-Orden in der Tasche habe, geht's schnurstracks über Route 9 nach Spikeford. Auf geht's! Gut, damit wissen wir auch, was unser nächster Stützpunkt ist. Spikeford heißt die Stadt. Ich glaube, das hat ihn wieder aufgemuntert. Dylan macht sich immer große Sorgen, wenn es Hopp schlecht geht. Und du als sein Rivale willst sicher auch nur das Beste für ihn, stimmt's? Also dann, mach's gut. Natürlich will ich das Beste für ihn, hallo? Ohne Rivalen wäre es ja komplett langweilig. Und eins zeige ich euch, die neuen Schuhe, die bevorzuge ich sowas von. Finde ich voll stylisch. Bin ich jetzt noch geheilt? Ja, nein? Nee. Na gut, dann würde ich sagen, ich mach noch ganz kurz einen Besuch beim Pokémon Center. Wo war denn das nochmal? Rechts, oder? Glaube ich. Wait a minute, nee, da war die Boutique. Dann ist es ja halt doch links. Ja, dennoch blicke ich auch noch ganz kurz auf die Karte. Wie ist da nur eine Route? Tatsächlich, Route 9. Dann wären wir hier. Dann hier ist auch noch Route 9. Hier hätten wir dann Spikeford. Hey, was ist das denn dann? Oh, jawohl, jetzt kommt ein Wintergebirge. Geilo, auf das freue ich mich schon mal mega. Dann hier hätten wir was. Route 9 Tunnel gibt es auch noch und dann sind wir schon im Kreis gelaufen. Route 10 müssen wir dann eh. Okay, das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur noch diesen Bogen fertig machen und dann sind wir eigentlich schon relativ finish. Hier geht es noch ein paar Sachen. Route 5, da kann ich überall schon hinfliegen. Ja gut, also wir sind eigentlich relativ fertig schon bald. Also, wie gesagt, die Route, dann Spikeford und dann steht eigentlich nur noch Route 10 am Programm. Okay, nicht ganz. Ich glaube, in Claw City muss ich noch kämpfen. Dann bin ich auf Route 10. Was wahrscheinlich, glaube ich, auch die Siegerstraße sein wird, irgendwie auf die Art und Weise. Oder ist das die hier, Score City? Auf jeden Fall ist Score City unser letzter Stützpunkt. Da ist auf jeden Fall unser großes Ziel. Gut, dann, wie gerade erwähnt, eine Heilung. Mache ich auf jeden Fall jetzt noch schnell in der Folge. Hier unten sind auch noch ein paar Stände gewesen. Vielleicht gibt es hier irgendwas Gutes zu verkaufen. Wir werden es gleich sehen. Aber die Heilung ist auf jeden Fall mal nötig. Dum, 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 dum. Vielen Dank für deine Geduld. Dein Pokémon ist wieder topfit. Das höre ich natürlich gerne. Ja, und auch hier wieder die Erinnerung: Brassberry Bahnhof. Wie gesagt, ich glaube, man braucht ein gewisses Level, dass man gegen das Pokémon kämpfen kann. Und ich glaube, es ist das legendäre Schild-Pokémon. So, kann mir der Typ irgendwas geben? Eiscreme besonders lecker, wenn man sie bei kaltem Wetter isst. Ja, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber... Was hat der? Ich würde gerne einen Gelatropo fangen, aber ich bin leider etwas zu alt dafür, im hohen Gras herumzuschleichen und Pokebälle zu werfen. Würdest du ein Galotropo gegen meinen Karadonis tauschen? Das wäre einfach fabelhaft. Habe ich überhaupt eins? Ja, ich habe keins. Okay, eine Nebenaufgabe also. Werde ich mir auf jeden Fall merken. Wenn ich eins finde, dann werde ich es gleich direkt fangen. Gut, und hier ist die Route 9. Soweit ich weiß. Genau. Also jetzt wird es auf jeden Fall eisig. Die Musik passt eigentlich überhaupt nicht in ein Wintergebiet. Aber gut, ich würde sagen, wir beenden dennoch die Folge. Sie ist auf jeden Fall lang genug. Der Arena-Kampf hat heute mich ordentlich strapaziert. Aber insgesamt bin ich ganz zufrieden mit der heutigen Folge. Das heißt, nächstes Ziel Spikeford für den 7. Arena-Orden. Bis dahin, ciao Leute.